Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir sind zuletzt hier im Kennys Haus gewesen. Da haben wir uns alles gekrallt, was so ging. Da gab es auch den versteckten Schlüssel. Damit konnten wir dann die Garage öffnen. Und wir machen uns jetzt dann dementsprechend an die Quest hier vorne. Und zwar die Einladung. Triff dich in Sodosopa, ja, bei Steed mit Mitch Connor. So, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Ich frage mich gerade nur, wie wir da dorthin kommen. Das werden wir jetzt mal gleich in Erfahrung bringen. Das dürfte hier du sein, ne? Du suchst nach Antworten? Mr. Connor schickt beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er meinte, deiner Mutter sei ein schreckliches Schicksal widerfahren. Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Und jetzt wirst du das Opfer von Attentätern, dem sogenannten City Ninja Service. Ihr wisst, was ihr danach mit dem machen müsst. Jetzt geht's los. Warte, du vergessen zu zahlen! Erst wenn's erledigt ist. Nein, 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 du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website. Ihr klingt nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht erst euren Job. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und assassinieren. Das natürlich tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5,000. Was? $5,000? What the fuck? Nee. Kein Bestechungsgeld? Dann wird dich müssen ermorden. Was soll ich die denn hernehmen? Ihr seid da drauf. Mal bereit auf für Weiterkampf. Okay, Ninja, du zusehen. Neue Kussion da. Ninja Action Junbi. So, okay. Dann wollen wir doch mal schauen hier. Und zwar den so setzen. Das bringt dann auch nicht viel, ne? Blitzzeit! Nimmt er den jetzt mit hier? Au! Nee, das leider nicht. Schade, ich habe gedacht, den könnte er auch noch zerstören hier vorne. Wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Das reicht nicht. Ah! Du blöd gesetzt. Echter Ninja, schwer zu treffen. Echter Ninja! Hat du mit ihm high? Treffen wir den jetzt da hinten? Das sieht man immer so schlecht, finde ich. Nein, das reicht leider nicht. Das reicht auch nicht. Machen wir das Ganze doch anders, dann zerstören wir das Ding einfach. Dann ist es weg. Geht auch nicht, weil er im Weg steht. Ah, ist aber auch alles wieder so eine Zwickmühle hier. Möchtet ihr lernen, echte Ninja-Moves nach meinem Sieg? Machen wir das. Ohne unterbrechen. Den setzen wir jetzt noch ein bisschen nach vorne. Das machen wir ein bisschen anders. Da setzen wir dann die Kanone hin. So, dann kommen wir her, Kollege. Bereit für authentischer Shinobi-Action? Dann unterbrechen wir mal. Sorry wegen des Zugs. Ninja Instinct so wicked. So wicked. So geht das. So, okay, alles klar. Das werden wir nicht zerstören können. Ist natürlich alles ein bisschen blöd. Ein Angriff, der garantiert schrumpft und Unterkühlung verursacht. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Du kämpfen wie elender Mongole. Du elender Mongole. Hier seht ihr Ninjas Flaschen. Ihr gefeuert. Ihr gefeuert. Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache. So, den tun wir jetzt mal ein bisschen nach vorne hier. Verwirrt und schockt einen Gegner. Okay, soll er das kriegen hier? Au. Bestellung bitte? City Rind oder City Hund? City
wäre es einfach zu gehörig. Super Tornado! Au! Fick dich, dummes Kind! Fick dich, dummes Kind, sagt er. Was ist mit dem? Ich beiß dir gleich in die Waden, Kollege. Ah, da macht mir gar nichts. Du werfen wie kleines Mädchen. Ultimative Fertigkeit. Nice. Oh Mann, bin ich dran? Ja, du bist dran, ja. Aber wir kommen mit deiner ultimativen Fähigkeit da dann leider nicht dran, weil wir uns das verbaut haben. Dann müssen wir da alles ein bisschen anders machen. Setzen wir den ganzen so. Donnerlittchen! Is upon me. So, darf ich jetzt mal die Fähigkeit mal nutzen? Das wäre doch mal was. So, die probieren wir jetzt mal aus. Auf geht's. Oh, sau cool gemacht. Ja. Nice. Ihr seid verloren. Ja, weil die sind alle so geschockt irgendwie. Chaos. Geschieht dir recht, du Arsch. So, dann haben wir noch zwei. Ach, da kommen noch ich zwei. Ich mische jetzt auf. Eieieiei. Wie setzen wir uns denn dann jetzt am besten mal? Bei den jetzt hier stehen. Können wir den noch, glaube ich, auch noch mitnehmen, oder? Genau. Super Tornado aktiv! Bam in your face! Bitch! Oh, er geht aber jetzt ganz schön zur Sache hier. Wörter in Koreanisch. Super Kill Attack Power! Schade, können wir nicht unterbrechen? Vielleicht sollten wir uns erst auf den da oben konzentrieren, auf den dicken. American Ninja, sag ich da nur. Boah, scheiße, was geht denn jetzt hier ab? Ja, Nee. Ich wollte den eigentlich heilen hier oben. Das wird aber nichts. Wie macht man das jetzt? Jetzt den nehmen? Macht ja ganz wenig Schaden nur, ne? Ja, pass auf, dann nehmen wir den mit. Ich leg dich auf Eis. Ninja Speed fails me. So. Den müssen wir mal versuchen, da oben zu kriegen, irgendwie. Shit. Das reicht leider alles nicht. Na gut, aber wenn ich jetzt da hochgehe, wird das auch nicht viel. Also gut, dann machen wir gerade so. Bam! I am like mountain! I like a mountain! Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes! Da können wir im Allgemeinen ziemlich gar nicht hochgehen, sehe ich gerade. Okay, wir müssen hier mal ein bisschen Schaden machen. My body is strong. Führe Gefechtsprotokolle aus. Wunderbar. Jetzt haben wir es natürlich blöd hier hingestellt. Tausche die Plätze mit irgendjemandem und erhalte Schutz. Können mit ihm jetzt den Platz tauschen. Wir können aber auch einfach mal hier so eine Waffe hinstellen. Da fahren wir, glaube ich, am besten mit. Super Ninja, Sokto wa him! Ninja Attack! Wir müssen gleich unbedingt ein paar Heilung rausdonnern. Das unterbrechen wir. Ein
für die Bösen! Ach, Tor. Au! Ninja, ultimative Kraft. Ninja. Nice. Hä? Ich bin dran! So, Kollege. Wenn wir die jetzt einsetzen, dann kriegen wir... Kriegen wir fast alle weg. Ah, ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich den da oben dann haben. In der Ecke. Aber den können wir, glaube ich, auch nicht angreifen, oder? Alles egal. Trinken wir den Kaffee. Hau rein, das Zeug. Nice. So, jetzt haben wir ihn wieder. Da geben wir ihm auch den Rest. Hier, kommt das Chaos. Bisschen Heilung wäre schön. Was haben wir denn hier noch zur Verfügung? Ich würde sagen, wir haben uns erstmal komplett hoch. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. So. Perfekt. Hier kommt Tupperdose. Tupperdose, auf geht's. So, wir machen jetzt weiter hier. Hier ist leider blockiert. Dann gehen wir hier nach vorne. Oh, falsche Taste. Da tauschen wir einmal den Platz. Hier drüben gefällst du mir besser. Wadi, vor! I bring that! Na, das war ein Kampf hier, oder? Das zieht sich ganz schön. Au! The Predator finds its prey. Der Predator. Schau. Oh, er holt schon wieder eine neue ran. Lass so machen, dann kriegen wir den anderen auch noch mit. Aber ich will den eigentlich weghaben hier. Na gut, dann machen wir das so. Blitz und Donner! Macht leider nicht viel Schaden, ne? Das Ganze. Den will ich jetzt weghaben hier. Ist egal wie, nicht, dass er noch ein paar neue holt. Genau. Da kümmern wir uns jetzt mal drum. Jetzt bin ich wohl dran. Hat gereicht für ihn. Perfekt. So, jetzt kommt der Rest. Ich lasse es jetzt krachen. Ganz genau. Lass es mal krachen, Kollege. Kannst du das nicht weghauen hier? Warum denn nicht? Warum bist du denn jetzt so? Ach, Mann. Ist ja blöd. Pass auf, dann tausche mal den Platz hier. Oh. Hier rüber! Just a fresh wound. Neue Kumpfungen, Yakaguna! Abgelaufen, so. Na, das reicht. Sehr gut. Jetzt haben wir den einen nur noch. Ich registriere stark fluktuierende Vitalwerte. Das Wetter schlägt um! So, pass auf. Wir setzen dich mal hier hin. Können wir den heilen? Ja, wunderbar. Wer weiß, was dann nämlich noch kommt. So, gut. Kriegen wir den vielleicht da oben jetzt aus der Ecke raus? Ne, der ist komplett aus dem Kampf raus, ne? Na gut, dann machen wir das anders. Machen wir das Ganze so. Das war echt super, Leute! Ein super Sieg!
gewonnen. Schriftrolle der 1000 Winde haben wir gekriegt. Stufe 72. Der Visier haben wir gekriegt. Und 4,24 an Währung. Hat sich doch rentiert. Und ein Stufenaufstieg. Kleiner Platz haben wir freigeschaltet. Sehr gut. Na, es wird doch alles so langsam. Schwer heute finden der gute Ninja. Ich glaube, den haben wir noch nicht zum letzten Mal gesehen. So, lass uns mal schauen. Artefaktmäßig. Kleiner Platz ist nämlich frei. Da hauen wir doch direkt mal die Schriftrolle hier rein, hier, oder? Klar. So, da sind wir auf 546 mittlerweile. Crafting, wie sieht es denn hier aus? Kostüme. Boombox. Nordmannhelm. Klar, den stellen wir mal hier. Sternkindanzug. Sternkind, Stern. Ja. Nordmanns Anzug. Die beiden hätte ich gerne mal. Ah, komm, dann stellen wir den hier oben auch noch her. Dann haben wir es soweit. Macaroni-Bild. Da würde ich auf jeden Fall gerne welche herstellen. Weil die sind verdammt gut. Verbessertes Gegengift. Special. Stellt beim gewählten Teamglied eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Ja. Aber erstmal stellen wir die Wiederbelebungsserum her. Haben wir da ein größeres? Haben wir leider nicht, ne? Ah, gut. Davon können wir nämlich nie genug haben. Gegengift könnte man vielleicht auch. Entfernt negative Statuseffekte und verleiht bei Rundenbeginn Regeneration. Wie viel haben wir denn davon? Im Inventar haben wir 6 Stück davon. Ja gut, dann ist das uninteressant. Davon haben wir 9. Da können wir ruhig die 10 voll machen, würde ich sagen. Burrito. Stellt beim gewählten Teammitglied eine kleine Menge Gesundheit her. Rentiert sich jetzt nicht. Stellt beim gewählten Teammitglied eine mittlere Menge her. Ja. Da werden wir jetzt mal die Macaroni-Bilder noch herstellen. Wie viel haben wir davon? 3 jetzt. Das wäre dann der 4. Und dann stellen wir nochmal hier 2 Stück her. Dann sind wir nämlich wieder ein bisschen gewappnet. Wäre schön, wenn man mal die Anzahl so eingeben könnte, ja? Wie viel man herstellen möchte, direkt auf einen Schlag. Und dieses einzelne Crafting finde ich immer ein bisschen blöd. Aber es ist natürlich auch Rumrollen auf hohem Niveau, ne? Muss man auch dazu sagen. Artefakte, genau. So, da wollte ich nochmal gucken. Berserkerrad. Wunderbar. Orakel. Infernale Zeichen. Rückstoß-Kombo-Schaden, das will ich gar nicht. Nekroschellen, Ultimativkrafterholung, da können wir auch mal reinschauen. Stellen wir uns ruhig mal 2 Stück her. Zur Not können wir die noch verkaufen. Machen wir doch mal ruhig die 300 voll, genau. Kosmische Klammern 72. Na gut, jetzt wird natürlich alles schlechter, ne? Dann rentiert sich alles nicht mehr. So, gucken wir nochmal kurz in Artefakte nochmal rein. Hier haben wir die 75. Da haben wir ultimative Krafterholung und Statuseffektschaden minus 2. Ist egal, pack mal rein. Verbessert uns. Davon kriegt er auch nochmal ein. Hier haben wir noch einen 66er, dann kann er den auch noch nehmen hier. Genau, dann sind wir schon auf 580. Reicht mir vollkommen aus. Gut, ach, was haben wir denn hier? Erinnerst du das Dagobah-System? Na klar, ich erinnere, großartig. Ja, sicher. Erinnerst du City Alpha 5? Ja, sicher. Ja, ich erinnere. Ich erinnere. Total geil. So, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Ich denke mal die Treppe hier, wa? Hm?
Was sagt denn unsere Karte? Lass uns mal kurz rein drauf schauen. Also wir sind jetzt hier, ne? Wenn wir jetzt hier gleich einmal hochgehen, dann können wir vielleicht ihm schon die Katzen vorbeibringen. Ob wir jetzt alle haben, weiß ich noch gar nicht. Aber das werden wir dann sehen. Oh, die Ninjas. Hey, oh. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ich habe den Missionsort auf der Karte markiert. Die anderen Freedom Pals warten dort auf dich. Nice. Triff dich mit Freedom Pals beim Seniorenzentrum von South Park. Alles klar? Fight now. You dishonorable coward. Hast du so gedacht, Kollege? Der Kampf gegen die Ninjas geht weiter. Ja, wir sollten zuerst ich den Weißen machen. Chaos im Anmarsch. Ja, wir hauen jetzt erstmal den Weißen weg hier. Bam, Kollege. It begins. So, das überspringen wir. Sorry wegen des Zugs. Dir blitze ich einen. Ups. Das war nix. Ninja Power und Momchus Sopta. Und Sopta. Super Ninja. Rumpop Chundi. Ah, da kommt seine Verstärkung. Soul Steel Buns. Ja, viel macht er aber nicht mehr, der Gute. Jetzt mal den Guten, ihr Bösen. Wir haben doch. Ich hab doch die Fähigkeiten, ne? Reicht das nicht dann? Nee, Moriga. Das macht leider keinen Schaden, ne? Das ist das Problem. Machen wir das mal anders. Können wir da hier direkt die Kanone hinstellen? Ah, er kann nur nach links und rechts schießen, ne? Ist auch, natürlich auch ein bisschen blöd. Der ist ja noch am Brennen. Da können wir direkt hier auf den gehen. Ja, genau. Geh mal schön auf die Waffe. Zu viel Druck! Zu viel Druck! Oh mein Gott! Kleine Erfrischung! Nimm das, Kollege! Na? Ist der Sack am Brennen? Ultimative Kraft! Wunderbar. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Chaos können wir mal ausprobieren. Dann machen wir doch mal so, genau. Dann müsste das eigentlich passen. Auf geht's. Ah, nice. Haha. Das haben sie echt geil gemacht, muss ich schon sagen. Haut bloß ab. Gewonnen! Kaputte Ninja-Krallen haben wir gekriegt und 2,05 an Dollar. Ninja-Jäger, da fehlt nur ein Ninja. Schade. Hätten wir vielleicht noch einen beschwören lassen sollen. Was ist denn hier? Der ist doch noch ganz in Ordnung, oder? Hm? Okay, interessiert nicht. Mal kurz auf die Karte geguckt. Ich wollte eigentlich hier hochgehen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Haus. Holen uns noch die Truhe soweit. Okay, mein Kind. Tweak und Craig wollen offenbar eine Therapie machen. Okay. Kommst du zu uns in die Schule? Danke. Eine Therapie, oder was? Oh mein Gott. Ah, diese Schlickunkane. Hey Mom, hey Dad. I'm back in action. Lade. So, stürmische Zottel. Greiftasche für scharfe Objekte, A-Batterien, Tüte mit auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß.
Hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr Bock habt und ein Däumchen nach oben. Ja, müsst ihr nicht, nur wenn ihr Lust habt. Und ja, sonst sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Ich bin's, euer Maestro. Haut rein.